Es war eine liebe Zeit. Die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Der heute anstehende Fall ist nicht gerade zum Lachen. Und manchmal haben die größten Bauern die kleinsten Kartoffeln. Die Zuschauer zeigen sich schadenfroh. Und der Herr Amtsgerichtsrat ist in geharnischter Stimmung. Ja, der Nierling, eine mit dir. Komm, na sehen Sie sich die beiden mal an. Die sind alles andere als gesund. Von Jugend an falsch ernährt. Schön. Na, viele von ihnen haben Skelettschäden, weil sie schon als Kinder sehr schwer haben arbeiten müssen. Mit 40, 50 sind sie dann fertig. Da kennen Sie einen länger krank daliegenden Dienstboten, ich nicht. Na, hat man für einen alten Knecht jemals einen Arzt geholt? Nein, mit Mühe und Not dem Pfarrer. Ja, für den Tierarzt, da ist Geld da. Die Herren Veterinäre kaufen sich Automobile und bauen sich die schönsten Villen. Ja, ja, da haben Sie schon recht, Herr Doktor. Der Tierarzt muss nicht alles haben. Ja, es muss eben mehr geschehen für die Volksgesundheit. Die Leute müssen aufgeklärt werden, wie gefährlich die Krankheiten sind. Auch für Menschen, nicht nur für Pferde und Kühe. Ja, ja, sehr richtig. Also wenn bei uns einmal jemand krank wird, Herr Doktor, dann müssen Sie sofort kommen. Ja, ich bin gern Landarzt, trotz der flauen Praxis hier. Aber etwas mehr Verständnis, dass... Sobald bei uns jemand krank wird, Herr Doktor, werden Sie geholt, nicht wahr? Sogar, wenn einmal die Bayerin krank werden wird. Ja, ich bin für diesen Prozess dankbar. Ich werde dem Gericht als Sachverständiger die Meinung sagen. Dem Gericht und vor allem der Öffentlichkeit. Aha. Da sehen Sie sich mal diese Frau an. Wieder? Ja, zusammengerackert, Kontrakturen an allen Gliedern. Na, aussehend wie 50 und ist wahrscheinlich noch nicht mal 40. Wer? Ich gehe ja schon auf den 60er zu. Oh. So, naja, dann sind Sie die Ausnahme, die Regel bestätigt. Das ist doch die Nierlingerin, gegen der Ihren Mann wird ja heute prozessiert. So. Sie, sag einer, Herr Doktor, beim Nierlinger, da geht der Tierarzt aus und ein, da ist er fast jede Woche mal dort. Aber einen Menschendoktor hat dieses Haus noch nie einen gesehen. Hüt und vorn tut ihm doch das Geld leid, dem Geizkrank. Bloß nicht für einen Tierarzt. Mit deinem Doktor, da wär's nicht recht viel ausrichten beim Krieg, Kuppmeier. Da haben wir ganz andere Trümpfe in der Hand. Ich will ja gar nichts, Nierlingerin. Ich bin ja heut bloß ein Zeuge. Angeklagt ist ja dein Herr Gemahl. Angeklagter Nierlinger, Sie haben Ihrer leiblichen Schwester Zeit Ihres Lebens keinen Pfennig Lohn ausbezahlt. Es ist nicht nur eine ganz unanständige Unterlassung, das ist ein schweres Verbrechen. Außerdem sind Sie wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Das Geld ist ja da. Ja, aber Sie haben es niemals ausbezahlt. Die Klägerin hat gar nicht einmal gewusst, wie viel, wann, ob sie überhaupt jetzt kriegen sollte für ihre 40-jährige Arbeit auf dem Hof. Sie hat ja nicht geheiratet. Sobald sie es getan hätte, hätte sie ja Geld gekriegt. Nichts durcheinander schmeißen. Das ist die Mitgift. Die steht ihr sowieso zu, ob sie nun heiratet, ihre Schwester oder nicht. Warum ich Sie jetzt zunächst einmal frage, das ist der Lohn. Für 40 Dienstjahre. Wie viel? 40! Sie haben richtig gehört, machen Sie Röhrwaschel auf. Mal rechnen, das macht sind wir die Woche zu 3 Mark, 3 mal 52, ah, Bauerntochter kriegt keinen Lohn, dafür ist 40. Das Heiratsgeld da. Ich hab aber nicht geheiratet, ja. Das ist ja wurscht. Das Heiratsgeld steht da so oder so zu. Ja, nachher gib mir's, warum krieg ich's nachher nicht? Gerät doch nicht so dumm daher. Am Hochzeitstag und nicht eher werden die Heiratsgelder ausbezahlt. Der macht's mit mir genau wie mit der Schwester, mit der Evi. Der hat auch kein Magel nicht ausgezahlt. Und auf der Beerdigung, da hat's nicht einmal einen Leichentrunk gegeben, gell? Kein Lohn und kein Heiratsgeld und kein Leichentrunk. Das ist aber ein Bruder. Die hat eben auch nicht geheiratet. Was kann denn ich dafür, wenn sie nicht heiratet?
Sie sind Ihrer Schwester Burgel 6.240 Mark lohnschuldig. Dazu kommen 6.000 Mark Heiratsgut. Die Zinsen für den einbehaltenen Lohn sind gar nicht berücksichtigt. Zunächst. Von einem Lohn haben wir nie was geredet. Dafür kriegen ja die Geschwister ein Heiratsgut, dass sie daheim mitarbeiten auf dem Hof, bis dass sie einmal heiraten. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal ganz deutlich gesagt, aber von der öfteren Wiederholung wird das nicht richtiger. Eins hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Meinst du, ich lass mich von dir ausnitzen, bis ich in den Krumm rein muss, hä? Wer hat dich ausgenitzt? Du hast dein Essen gehabt, dein Bett und dein Gewand. Mehr ist nicht der Brauch. Du hast den billigen Dienstmarkt gehabt auf dem Hof. Ja, hättest heute geheirat? Ich möchte jetzt mein Geld. Für was denn? Möchtest du es am Vetter verschreiben lassen? An Kottmeier? Burgel, Burgel, wenn du mir das antust, dann halte der Teufel. Bist denn du doch gar kein Nierlinger, Tochter? Mach es doch keine Sprich, Nierlinger. So, lassen wir einstweilen einmal das leidige Geld und wenden wir uns dem nächsten Punkt der Anklage zu. Vielleicht kommen wir da schneller vorwärts. Die Klägerin ist von Ihnen nicht nur geschädigt, erpresserisch ausgenützt worden. Sie ist sogar von Ihnen fortgesetzt misshandelt worden. Sie haben ihr kein ausreichendes Essen gegeben. Sie haben sie schlecht untergebracht. Sie haben sie sogar geschlagen. Was? Was soll ich haben? Hi, meine eigene Schwester geschlagen. Jawohl. Das ist überhaupt nicht wahr. Angeklagter, wir haben Beweise. Leugnen ist sinnlos. Herr Amtsgerichtsrat, ja? Haben wir uns in diesem Verfahren schon einmal die Frage gestellt, warum das Fräulein Schwester meines Mandanten ihren Bruder überhaupt angezeigt hat? Ein Außenstehender, ein sogenannter guter Freund und Verwandter hat sie beeinflusst, hat sie überredet, hat sie aufgestachelt. Er will das hohe Ansehen meines Mandanten schädigen, seinen guten Ruf schlecht machen. Ja, ja, gut. Dankeschön, Herr Rechtsanwalt. Der Herr Medizinalrat hat meine Klientin untersucht. Hören wir uns einmal die Diagnose des Sachverständigen an. Hm? Ist recht, ja. Setzen Sie sich, Nierlinger. Wachtmeister, rufen Sie mir den Herrn Medizinalrat herein. Den Herrn Medizinalrat persönlich, jawohl. Wenn du mir da so kommst, Burgel, dann sind wir Geschwister gewesen. Das darf so passen. Ein Schand bringst du auf den ganzen Nierlingerstamm. Jetzt zahlen, da waren wir nicht da. Herr Dr. Schnabel, Medizinalrat persönlich. Es ist gut, ich danke. Herr Amtsgerichtsrat. Herr Justizrat. Herr Doktor. Grüß Gott, Herr Doktor. Wachtmeister, der Herr Medizinalrat fungiert hier heute nicht als Zeuge, sondern als Sachverständiger. Infolgedessen darf er sitzen. Bringen Sie also bitte einen Stuhl. Einen Stuhl, jawohl. Keinen Augenblick, bitte. Bitte sehr. Steh auf. Warum denn? Es sieht geil. Da wollte ich einen anderen nehmen an. Also noch umständlicher geht's nicht, ne? Nein. Entschuldigung, Herr Medizinalrat. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Herr Medizinalrat, Sie haben die hier anwesende Klägerin, Fräulein Notburger Nierlinger, ordnungsgemäß untersucht. Welche Verletzungen haben Sie in der Klägerin festgestellt? Erhebliche. Schwere Schäden und Verletzungen. Es ist ein medizinisches Wunder, dass die Frau noch am Leben ist. Mhm. Und so wie Sie leben 90% der gesamten Landbevölkerung. Und ganz besonders ungesund leben die Dienstboten. Ja, 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 ja. Sehen Sie sich die Klägerin an. Sie ist eine typische Vertreterin dieser fern aller Medizin und Hygiene dahin vegetierenden Menschen. In einer feuchten Hinterkammer hat sie ein ganzes Leben lang zu wenig geschlafen. Jahr aus, Jahr ein hat sie im Kuhstall und auf dem Felde gearbeitet wie ein Pferd. Ja, wie oft hat sie sich dabei gestoßen? Wie oft hat sie sich eine Rippe geprellt, einen Muskel gezerrt, ein Glied verrenkt? Kontrakturen am gesamten Skelett sind nachweisbar. Und doch wurde für sie niemals ein Arzt gerufen. In ihrem ganzen Leben nicht ein Arzt. Ja, man hat hierzulande ja nur Vertrauen zu Gesundbetern, Badern und Kurpfuschern. Und das ist selbstverständlich. Na, da wird das Geld einfach zum Fenster hinausgeworfen, zum Herrn Tierarzt. Ja, Herr Medizinalrat, das ist alles hochinteressant, was Sie uns da sagen. Ich muss Sie aber trotzdem bitten, zur Sache zu kommen. Ja, einen Augenblick, ich bin gleich zu Ende. Meine Damen und Herren, ich stehe Ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung.
Und merken Sie sich noch den Satz. Nein, danke vielmals, Herr Medizinalrat. Sachverständiger in eigener Sache. Na, das muss nicht sein, gell? Eben, wir haben ja noch nichts zu unserer Sache gesagt. Herr Doktor, erzählen Sie jetzt bitte von den blauen Flecken der Klägerin. Ihre Beurteilung ist für die Anklage sehr wichtig. Ja, aber bitte nicht mehr als zwei Sätze. Sie hat einen großen blauen Flecken am Oberarm und einen ebensolchen am unteren Rücken. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde die Frau geschlagen. Zumindest erheblich gestoßen oder grob angerempelt. Danke, Herr Medizinalrat. Ja, das ist der Sachverhalt. Ja, sehen Sie, das wollte man von Ihnen hören. Das war eine präzise Auskunft. Wenn Sie wollen, können Sie auf der Zeugenbank Platz nehmen jetzt. Ja, danke. Geschlagen, gestoßen. Das ist im Kuhstall passiert. Der Kuh hat's mit dem Horn gestoßen, ne? Nein, da hat mich keine Kuh gestoßen. Die Kuh hat mich da gestoßen, hä? Mir hat der Stier schon öfter eine Rippen gebrochen. Bin ich deswegen gleich zum Doktor gerannt. Nierlinger, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie als Sachverständiger nicht gefragt sind? Na ja, weil's mir da und vorwirft, ich hätte Ihren Doktor nicht geholt. Bei uns wird überhaupt der Doktor nicht geholt. Wir sind naturverbunden. Bei uns heilt alles von selber. Ja, darauf können Sie sehr stolz sein. Nierlinger, erst auch mit dem Schmarrn auf. Wir haben ja nicht einmal einen Doktor geholt, wie voriges Jahr der Hengst ein Knecht erschlagen hat. Da hätte auch niemand mehr helfen können. Der Knecht hat keinen ganzen Tag mehr gelebt. Der Hengst hat sich selber so geschreckt, dass er daraufhin krank geworden ist. Und wir haben einen Tierarzt holen müssen. Nierlinger, ja? Jetzt reicht's. Kommen Sie mal her zu mir. Sie? Ja, Sie. Ja, wie hätten wir's denn? Sind Sie schon so müde, hä? Ruhe da hinten. Wir möchten uns nicht die Freundlichkeit haben, sich zu erheben, ja? Bitte schön. Wachtmeister, tun Sie sofort einmal den Stuhl da weg, sonst kommt er noch einmal in Versuchung. Stuhl weg, jawohl. Und Sie legen jetzt endlich ein Geständnis ab. Ist alles ganz logisch zugegangen, ne? Ihre Schwester hat Geld von Ihnen verlangt. Sie haben sie nicht gegeben. Sie hat es nochmal verlangt. Sie hat es immer wieder verlangt. Na ja, zum Schluss haben Sie die Beherrschung verloren und haben zugehauen. So war es doch. Ja, sagen Sie halt ja. Ich spreche das Urteil und die Sitzung ist geschlossen. Na, also ist es nicht gewesen, Herr Rat. Ja, wie denn dann? Er hat mich gepackt und zurückgestessen hat er mich. Und das Heiratsgeld hat er mir nicht gezahlt und keinen Lohn für die letzten 40 Jahre. Und seine Bäuerin, die ist noch die allerärgste. Zu jeder hergelaufenen Dienstmagd ist die anständiger als wir zu mir. Frau Klägerin, bitte schön, bleiben Sie auf Ihrem Platz, gell? Herr Amtsgerichtsrat, befassen wir uns mit der Frage, warum die Klägerin ihren Bruder und Dienstherrn angezeigt hat. Ja, aber als mir einmal zu dumm geworden ist, ich lass mich doch von dem gescherten Heim da nicht ausnützen. Ich möchte mein Heiratsgeld und ich möchte für die Arbeit einen Lohn. Sind Sie doch ehrlich, Fräulein Klägerin. Ja. Wer hat Sie aufgehetzt? Bleib nur beim Kuttmeier. Vielleicht zahlt er deren Lohn. Ich nicht. Du zahlst mir noch gern einen. Dafür sind wir ja da. Herr Richter, unter zwei Magel die Woche arbeite ich nicht. Also der ist doch ausgeschaltet, ha? Was? Um eine Mark 50 täte ich die nicht mehr einstellen. Also wenn jetzt nicht bei der Ruhe, dann mag ich nicht mehr. Dann lehne ich es ab, die Verhandlung weiterzuführen. Dann können Sie selber schauen, wie Sie zu einem Urteil kommen. Ja, ist ja wahr. Um 2 Mark kriege ich einen 20-Jährigen. Ein Junge, gesunde, der Kraft hat, der Schmalz. Eine Unverschämtheit ist das. Also alles, was recht ist, Nierling, aber das geht zu weit, gell? Jetzt haben Sie es einmal gesagt, Herr Richter. Die Herren Ökonomen, die verhandeln ja mit uns Dienstboten wie Sklavenhandler. Aber unter 2 Magel die Woche geht nichts. Ich lasse mich doch von dir nicht mehr länger ausnützen. Ja, hätt's halt geheirat. Ruhe jetzt. Hätt's geheirat. Ich hätt schon geheirat. Ruhe, ich habe gesagt. 3-mal, Herr Richter, hätt ich einen Hochzeiter gehabt. 3-mal. Und jedes Mal hat mir mein sauberer Herr Bruder die Partie vermasselt. Mir und der Evi. Bloß, dass er billige Dienstmägd hat auf dem Hof und damit er ans Heiratsgut bleibt. Wann hast du einen Hochzeiter gehabt? 3-mal hätt ich einen gehabt. Aber Hans, der hätte mich nicht viel gern mögen. Und der Straßensepp auch. Und der Heiselschuster Simmel hätte mich auch noch genommen. Der Heiselschuster Simmel? Ja, meinst du, ich lass meine leibliche Schwester den nächstbesten Handwerksburschen heiraten? Nierling, jetzt hörst du mit diesen verlogenen Entrüstungstönen auf. Eine Nierlingertochter bleibt eine Nierlingertochter. Hast denn du gar keinen Stolz? Herr Amtsgerichtsrat, ich bitte um Einvernahme des Zeugen Kottmeier. Ja, ich auch. Wachtmeister, rufen Sie den Bürgermeister von Dürling herein. Der geholt, jawohl.
Beleidigen lasse ich mich von dir nicht, gell, das merkst du. Ich bin der Bürgermeister von Dürling. Ich habe ein anständiges Haus. Solche Sachen gibt's bei mir nicht. Gell, du Haderlump, du Verlogener. Du hast ja deinen eigenen Bruder auf dem Gewissen. Ja, ja, red dich nur aus, Nierlingerin. Der Staatsanwalt ist gar nicht weit weg. Ja, und deine Eltern hast nicht einmal einen Austrag gezahlt. Du bist ja der allergrößte Bazi in der ganzen Gemeinde. Ruhe auf der Zeugenbank, wir sind ja nicht im Wirtshaus. Thomas Kottmeier, sie sind aufgerufen. Und er, der Nierlinger, der Bazi, der möchte Bürgermeister von Dürling werden. Ja, mit so einer Bayerin, wie es du bist, dürfte er ja nicht einmal im Gemeinderat. Thomas Kottmeier, das Gericht wartet mir. Lass dir doch Zeit. So ein meineidiger Schuft. Annemiel, du musst jetzt auspacken, du musst Wahrheit sagen. Du bist doch schon lange nur beim Kottmeier im Dienst. Du bist jetzt ein wichtiger Zeuge. Zeuge Kottmeier, die Klägerin wohnt also seit 4 Wochen bei Ihnen, ja? Jawohl, Herr Rat. Jetzt geht's ja schon wieder besser, aber die hätten sehen sollen, wie's zu uns gekommen ist. Sauber zusammengeschunden, sage ich Ihnen. Ha, ich hab schon gemeint, ich muss einen Doktor holen. Ich hätte auch bald geholt. Der und einen Doktor. Ruhig, Nierlinger. Gerade das halt noch selber hat hingehen können zum Herrn Medizinalrat. Gerade noch. Herr Amtsgerichtsrat, der Mann hat überhaupt kein Recht, dass er gegen mich aussagt. Da draußen sitzt der alte Max von ihm. Wenn Sie die ein Eid schwören lassen, dann erfahren Sie, wie es bei ihm daheim zugeht. Nierlinger, was glauben Sie denn eigentlich, ha? Meinen Sie, Sie können hier dreinreden, wann und wie Sie wollen? Wenn Sie noch einmal ungefragt den Mund aufmachen, dann zahlen Sie mir 5 Mark in die Gerichtskasse, haben Sie mich verstanden. Ich möchte auch sehen, ob wir hier nicht eine Ordnung reinbringen können. Fahren Sie fort, Herr Zeuge. Ja, eigentlich geht mich ja die ganze Geschichte nichts an. Und ich möchte auch dem Nierlinger nicht zu weh tun, aber... Ich bin ja schließlich Zeuge und da muss man die Wahrheit sagen, nicht wahr? Ja, darum möchte ich Sie gebeten, Herr Kottmeier. Die Burgel da, seine eigene Schwester, die hat bei dem noch keine gute Stunde gehabt. Vor 4 Wochen da hat er sie sogar geschlagen. Ja, sowas tut man doch nicht, Herr Rat. Wissen Sie, warum er sie geschlagen hat? Weil er ein Rohling ist und ein Mensch, der wohl kein Herz hat für arme Leid. Haben Sie denn die Szene beobachtet, Herr Zeuge? Nein, das habe ich nicht, aber die Burgel hat mir's erzählt. So, Ina hat sie die peinliche Geschichte erzählt und vor Gericht fehle uns Einzelheiten. Der Zeuge ist so wenig glaubwürdig wie die Klägerin selbst. Herr Rechtsanwalt. Alles kann ich nicht und alles mag ich auch nicht verzeihen. Mein blauer Fleck ist sagt nur, klangt denn das nicht, dass er mir dreimal die Heirat vermasselt hat, der da, und dass er mir das Heiratsgeld schuldig ist und dass er mir meinen Lebtag keinen Lohn nicht zahlt hat. Ja, ja, das stimmt ja alles, das wissen wir ja jetzt auch alles, aber wir brauchen ein paar präzise Einzelheiten, sonst wären wir in aller Ewigkeit nicht mehr fertig hier. Herr Zeuge, wessen Idee war es, meinen Mandanten vor Gericht zu zitieren? Ich bin bloß Zeuge, ich bin nicht der Kläger. Da müssen Sie schon die Burgel fragen. Die hätte mich nie angezeigt. Ich kenne doch meine Schwester, wenn sie hier und da auf der Rappel packt und wegrennt für ein paar Wochen. Bis jetzt ist sie immer wieder heimgekommen. Nierlinger, letzte Warnung jetzt, ich sag's Ihnen. Einmal ist zugetraut, mein Lieber, zu dir gehe ich nicht mehr heim. Und meine 6.000 Mark, die zahlst mir du bar auf den Tisch. Herr Vorsitzender, schließen wir uns der Auffassung der Klägerin an und betrachten die Beweisaufnahme als geschlossen. Einverstanden, damit wir endlich einmal fertig werden. Im Kern ist der Fall ja klar. Auf die Plädoyers können wir, glaube ich, verzichten, meine Herren. Ich verkünde das Urteil. Eha! Wegen nichts und wieder nichts gibt's kein Urteil. Ich darf meiner Schwester das Heiratsgeld erst auszahlen, wenn sie heiratet. So ist geschrieben, dafür kann ich nichts. Nierlinger, jetzt sind die 5 Mark fällig, notieren Sie, Schreiber. Jetzt haben Sie selber gehört, Herr Rat. Und dieser durch und durch böse Mensch, dieser Saugrobe, der möchte Bürgermeister von Dürling werden. Ja, wollt ihr einen solchen zum Bürgermeister wählen, Leute? So einen hartherzigen Grobe an so einen Menschenschinder. Da möchte draußen. Der Basi, der Scheinheilige. Aber diesmal werde ich Bürgermeister. Ein ehrenrührig vorbestrafter Lump kann nicht Bürgermeister werden. Ja, Himmel, Donnerwetter, noch einmal erfahre ich jetzt endlich, was hier eigentlich los ist. Ich möchte jetzt meine 6.000 Mark. Ja, einen kleinen Augenblick noch, Klägerin, wir haben's gleich. Kottmeier, ein bisschen nehmen Sie Platz. Herr Amtsgerichtsrat, auch wenn der Kottmeier sich hat hinreißen lassen im Eifer des Gefechts, der wahre Tatbestand wird dadurch nicht berührt. Irrtum, Herr Kollege. Was? Der ganze Prozess ist eine einzige Wahltaktik des Herrn Zeugen,
Stimmt. Er will den guten Ruf meines Mandanten schädigen. Stimmt. Seinen Leumund ruinieren. Stimmt. Und auf diese heimtückische Weise sich seines ernsthaftesten Konkurrenten im Wahlkampf entledigen. Sehr richtig. Die Klägerin hätte von sich aus niemals Anklage gegen ihren Bruder erhoben. Nie. Nie. Ich kenne die Burgel. Die kommt immer wieder heim. Also na, na packe ich halt jetzt aus. Die Anni, meine Nichte, sei älteste Tochter. Die möchert um Kund heiraten. Burgel, halt dich zurück. Nierlinger, so, jetzt zahlst du mir 10 Mark in die Gerichtskasse. Schreiben, notieren Sie 10 Mark wegen ungebührlichen Verhaltens vor Gericht. Erzählen Sie weiter, Jungfrau Klägerin. Haben Sie keine Angst. Reden Sie. Ja, also, die Anni, wenn sie erst 19 Jahre alt ist, gell, die möchert um Kund heiraten. Der Hochzeiter ist ein braver Bauernbursch, wenn er bloß einen kleinen Hof hat. Ja, bitte schön, erzählen Sie, das interessiert mich. Ja, das ist jetzt gleich verzeiht. Wie der Bräutigam kommt und wo ich um die Hand anhalten beim Vater, da sagt der nein und fängt schreien und schimpfen und verjagt den Hochzeiter vom Hof. Da bin ich aber dreigefahren, mein Lieber. Was sag ich? Du möchtest es deiner eigenen Tochter gerade so machen wie mir? Die Anni heiratet und zwar gleich. Und wenn's dir du kein Mitgift nicht gibst, dann kriegst du es von mir. Ja, dann kriegst sie meine 6.000 Mark. Ja, damit hab ich gesagt, auf der Stelle zahlst du mir's auf den Tisch hin. Er ist ein Narrisch geworden. Wurde mir einen Renner gegeben, als ich zusammengefallen bin. Aber ich hab's nicht gut sein lassen. Das Mädel, hab ich gesagt, das heirat jetzt. Das Mädel kommt unter Taum. Die soll nicht das nämliche Schicksal haben wie ich. Einmal muss er Ruhe sein. Mit den alten Jungfern auf dem Nierlinger Hof. Brav, Jungfer Klägerin, brav, Respekt, das haben Sie ausgezeichnet gemacht. Das Gericht schließt sich Ihrer Meinung voll und ganz an. Aber bitteschön, jetzt gehen Sie mal auf Ihren Platz wieder. Dankeschön. So. Im Namen seiner Majestät des Königs, bzw. der Königin Hoheit, des Herrn Prinzregenten Luitpolds, ergeht folgendes Urteil. Ja, da schau her, ich traue meinen Augen nicht. Heute stehen Sie ja schon alle. Respekt. Der Angeklagte wird wegen Körperverletzung und Vorenthaltung des Arbeitslohnes für 40 Dienstjahre zur sofortigen Zahlung von 6.240 Mark verurteilt. Wie er die Summe auf die einzelnen Anklagepunkte aufteilen will, ist mir wurscht. Zahlbar ist die Summe binnen 14 Tagen an seine Schwester Notburga Nierlinger. Außerdem trägt er die Kosten des Verfahrens. Der Klägerin wird anheimgestellt, das zurückgehaltene Heiratsgut ebenfalls einzuklagen. Die Sitzung ist geschlossen. Mei, wer dies dir ein Freund hat, dies gibt der Hochzeit. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat eh niemanden geschickt. Schon lieber in den Ehestand. Du kennst doch den Nierlinger Burgel. Ja. Sagst dir einen schönen Gruß, der Bruder hat Zeit, das Geld ist da, die Anni kann heiraten. Da wird sie sich freuen, Herr Rat. Ja, na lauf dazu. Ach, ich kann eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht. Nicht wir sind naturverbunden. Bei uns heilt alles von selber. Ja, darauf können Sie sehr stolz sein. Nierlinger, erst auch mit dem Schmarrn auf. Wir haben ja nicht einmal einen Doktor geholt, wie voriges Jahr der Hengst ein Knecht erschlagen hat. Der hätte auch niemand mehr helfen können. Der Knecht hat keinen ganzen Tag mehr gelebt.
Der Hengst hat sich selber so geschreckt, dass er daraufhin krank geworden ist. Und wir haben einen Tierarzt holen müssen. Nierlinger? Ja. Jetzt reicht's. Kommen Sie mal her zu mir. Sie? Ja, Sie. Ja, wie hätten wir's denn? Sind Sie schon so müde, hä? Ruhe da hinten. Wir möchten uns nicht die Freundlichkeit haben, sich zu erheben, ja? Bitte schön. Wachtmeister, tun Sie sofort einmal den Stuhl da weg, sonst kommt er noch einmal in Versuchung. Stuhl weg, jawohl. Und Sie legen jetzt endlich ein Geständnis ab. Ist alles ganz logisch zugegangen, ne? Ihre Schwester hat Geld von Ihnen verlangt. Sie haben sie nicht gegeben. Sie hat es nochmal verlangt, sie hat es immer wieder verlangt. Na ja, zum Schluss haben Sie die Beherrschung verloren und haben zurückgehauen. So war's doch. Ja, sagen Sie halt ja, ich spreche das Urteil und die Sitzung ist geschlossen. Na, so ist es nicht gewesen, Herr Rat. Ja, wie denn dann? Er hat mich gepackt und zurückgestessen hat er mich. Und das Heiratsgeld hat er mir nicht gezahlt und keinen Lohn für die letzten 40 Jahre. Und seine Bäuerin, die ist noch die Allerärgste. Zu jeder hergelaufenen Dienstmagd ist die anständiger als wir zu mir. Ich, Frau Klägerin, bitte schön, bleiben Sie auf Ihrem Platz, gell? Herr Amtsgerichtsrat, befassen wir uns mit der Frage, warum die Klägerin ihren Bruder und Dienstherrn angezeigt hat. Ja, aber als mir einmal zu dumm geworden ist, ich lass mich doch von dem gescherten Heim da nicht ausnützen. Ich möchte mein Heiratsgeld und ich möchte für die Arbeit einen Lohn. Sind Sie doch ehrlich, Fräulein Klägerin. Ja. Wer hat Sie aufgehetzt? Bleib nur beim Kuttmeier. Vielleicht zahlt er deren Lohn. Ich nicht. Du zahlst mir noch gern einen. Dafür sind wir ja da. Herr Richter, unter zwei Magel die Woche arbeite ich nicht. Also, der ist doch ausgeschaut, ha? Was? Um eine Mark 50, die ich nicht mehr einstellen. Also, wenn jetzt nicht bei der Ruhe, dann mag ich nicht mehr. Dann lehne ich es ab, die Verhandlung weiterzuführen. Dann können Sie selber schauen, wie Sie zu einem Urteil kommen. Ja, ist ja wahr. Um 2 Mark kriege ich einen 20-Jährige. Ein Junge, gesunde, der Kraft hat, der Schmalz. Eine Unverschämtheit ist das. Also alles, was recht ist, Nierling, aber das geht zu weit, gell? Jetzt haben Sie es einmal gesagt, Herr Richter. Die Herren Ökonomen, die verhandeln ja mit uns Dienstboten wie Sklavenhandler. Aber unter 2 Magel die Woche geht nichts. Ich lasse mich doch von dir nicht mehr länger ausnützen. Ja, hätt's halt geheirat. Ruhe, jetzt. Hätt's geheirat. Ich hätt schon geheirat. Ruhe, ich habe gesagt. 3-mal, Herr Richter, hätt ich einen Hochzeiter gehabt. 3-mal. Und jedes Mal hat mir mein sauberer Herr Bruder die Partie vermasselt. Mir und der Evi. Bloß, dass er billige Dienstmägd hat auf dem Hof und damit er ans Heiratsgut bleibt. Wann? Ich will der Meister von Tierling werden. Ja, mit so einer Bäuerin, wie es du bist, dürfte er ja nicht einmal im Gemeinderat. Komm, es kommt Bayer, das Gericht wartet mal. Lass dir doch Zeit. So ein meineidiger Schuft. Annemir, du musst jetzt auspacken, du musst Wahrheit sagen. Du bist doch schon lange nur beim Kottmeier im Dienst. Du bist jetzt ein wichtiger Zeuge. Zeuge Kottmeier, die Klägerin wohnt also seit 4 Wochen bei Ihnen, ja? Jawohl, Herr Rat. Jetzt geht's ja schon wieder besser, aber die hätten sehen sollen, wie's zu uns gekommen ist. Sauber zusammengeschunden, sage ich Ihnen. Ha, ich hab schon gemeint, ich muss einen Doktor holen. Ich hätte auch bald geholt. Der und einen Doktor. Ruhig, Nierlinger. Gerade das halt noch selber hat hingehen können zum Herrn Medizinalrat. Gerade noch. Herr Amtsgerichtsrat, der Mann hat überhaupt kein Recht, dass er gegen mich aussagt. Da draußen sitzt der alte Max von ihm. Wenn Sie die ein Eid schwören lassen, dann erfahren Sie, wie es bei ihm daheim zugeht. Nierlinger, was glauben Sie denn eigentlich, ha? Meinen Sie, Sie können hier dreinreden, wann und wie Sie wollen? Wenn Sie noch einmal ungefragt den Mund aufmachen, dann zahlen Sie mir 5 Mark in die Gerichtskasse, haben Sie mich verstanden. Ich möchte auch sehen, ob wir hier nicht eine Ordnung reinbringen können. Fahren Sie fort, Herr Zeuge. Ja, eigentlich geht mich ja die ganze Geschichte nichts an. Und ich möchte auch dem Nierlinger nicht zu weh tun, aber... Ich bin ja schließlich Zeuge und da muss man die Wahrheit sagen, nicht wahr? Ja, darum möchte ich Sie gebeten haben, Kuttmeier. Die Burgel da, seine eigene Schwester, die hat bei dem noch keine gute Stunde gehabt. Vor 4 Wochen da hat er sie sogar geschlagen. Ja, sowas tut man doch nicht, Herr Rat. Wissen Sie, warum er sie geschlagen hat? Weil er ein Rohling ist und ein Mensch, der wohl kein Herz hat für arme Leid. Haben Sie denn die Szene beobachtet, Herr Zeuge? Nein, das habe ich nicht, aber die Burgel hat mir's erzählt. So, Ina hat sie die peinliche Geschichte erzählt und vor Gericht fehle uns Einzelheiten. Der Zeuge ist so wenig glaubwürdig wie die Klägerin selbst. Herr Rechtsanwalt. Alles kann ich nicht und alles mag ich auch nicht verzeihen. Mein blauer Fleck sagt nur,
Klangt denn das nicht, dass er mir dreimal die Heirat vermasselt hat, der da? Und dass er mir das Heiratsgeld schuldig ist und dass er mir meinen Lebtag keinen Lohn nicht zahlt hat? Ja, ja, das stimmt ja alles. Das wissen wir ja jetzt auch alles. Aber wir brauchen ein paar präzise Einzelheiten, sonst wären wir in aller Ewigkeit nicht mehr fertig hier. Zeuge, wessen Idee war es, meinen Mandanten vor Gericht zu zitieren? Ich bin bloß Zeuge, ich bin nicht der Kläger. Da müssen schon die Burgel fragen. Die hätte mich nie angezeigt. Ich kenne da meine Schwester, wenn sie hier und da auf der Rappel packt und wegrennt für ein paar Wochen. Bis jetzt ist sie immer wieder heimgekommen. Nierlinger, letzte Warnung jetzt, ich sag's Ihnen. Einmal ist zugetraut, mein Lieber, zu dir gehe ich nicht mehr heim. Und meine 6.000 Mark, die zahlst mir du bar auf den Tisch. Herr Vorsitzender, schließen wir uns der Auffassung der Klägerin an und betrachten... Ist ja wahr. Um 2 Mark kriege ich einen 20-Jährige. Ein Junge, gesunde, der Kraft hat, der Schmalz. Eine Unverschämtheit ist das. Also alles, was recht ist, Nierling, aber das geht zu weit, gell? Jetzt haben Sie es einmal gesagt, Herr Richter. Die Herren Ökonomen, die verhandeln ja mit uns Dienstboten wie ein Sklavenhandler. Aber unter 2 Mark gewohnt geht nichts. Ich lasse mich doch von dir nicht mehr länger ausnützen. Ja, hätt's halt geheirat. Ruhe jetzt. Hätt's geheirat. Ich hätte schon geheiratet. Ruhe, ich habe gesagt, 3-mal, Herr Richter, hätte ich einen Hochzeiter gehabt, 3-mal. Und jedes Mal hat mir mein sauberer Herr Bruder die Partie vermasselt. Mir und der Evi. Bloß, dass er billige Dienstmägd hat auf dem Hof und damit er ums Heiratsgut bleibt. Wann hast du einen Hochzeiter gehabt? 3-mal hätte ich einen gehabt. Aber Hans, der hätte mich nicht viel gern mögen. Und der Straßensepp auch. Und der Heiselschuster Simmel hätte mich auch noch genommen. Der Heiselschuster Simmel? Ja, meinst du, ich lass meine leibliche Schwester den nächstbesten Handwerksburschen heiraten? Nierling, jetzt hörst du mit diesen verlogenen Entrüstungstönen auf. Eine Nierlingertochter bleibt eine Nierlingertochter. Hast denn du gar keinen Stolz? Herr Amtsgerichtsrat, ich bitte um Einvernahme des Zeugen Kottmeier. Ja, ich auch. Wachtmeister, rufen's denn. Den Bürgermeister von Dürling herein. Wird geholt, jawohl. Beleidigen lasse ich mich von dir nicht, gell, das merkst du. Ich bin der Bürgermeister von Dürling. Ich habe ein anständiges Haus. Solche Sachen gibt's bei mir nicht. Gell, du Haderlump, du Verlogener. Du hast ja deinen eigenen Bruder auf dem Gewissen. Ja, ja, red dich nur aus, Nierlingerin. Der Staatsanwalt ist gar nicht weit weg. Ja, und deine Eltern hast nicht einmal einen Austrag gezahlt. Du bist ja der allergrößte Bazi in der ganzen Gemeinde. Ruhe auf der Zeugenbank, wir sind ja nicht im Wirtshaus. Thomas Kottmeier, Sie sind aufgerufen. Und er, der Nierlinger, der Basi, der möchte Bürgermeister von Dürling werden. Ja, mit so einer Bayerin, wie es du bist, dürfte er ja nicht einmal in Gemeinderat. Thomas Kottmeier, das Gericht wartet mir. Lass dir doch Zeit. So ein meineidiger Schuft. Annemir, du musst jetzt auspacken, du musst Wahrheit sagen. Du bist doch schon lange nur beim Kottmeier im Dienst. Du bist jetzt ein wichtiger Zeuge. Zeuge Kottmeier, die Klägerin wohnt also seit 4 Wochen bei Ihnen, ja? Jawohl, Herr Rat. Jetzt geht's ja schon wieder besser, aber die hätten sehen sollen, wie es zu uns gekommen ist. Sauber zusammengeschunden, sage ich Ihnen. Ha, ich hab schon gemeint, ich muss einen Doktor holen. Ich hätte auch bald geholt. Der und ein Doktor. Ruhig, Nierlinger. Gerade das halt noch selber hat hingehen können zum Herrn Medizinalrat, gerade noch. Herr Amtsgerichtsrat, der Mann hat überhaupt kein Recht, dass er gegen mich aussagt. Da draußen sitzt der alte Max von ihm. Wenn Sie die ein Eid schwören lassen, dann erfahren Sie, wie es bei ihm daheim zugeht. Nierlinger, was glauben Sie denn eigentlich? Zu Gesundbetern, Badern und Kurpfuschern. Und das ist selbstverständlich. Na, da wird das Geld einfach zum Fenster hinausgeworfen, zum Herrn Tierarzt. Ja, Herr Menzenarrat, das ist alles hochinteressant, was Sie uns da sagen. Ich muss Sie aber trotzdem bitten, zur Sache zu kommen. Ja, einen Augenblick, ich bin gleich zu Ende. Meine Damen und Herren, ich stehe Ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung. Und merken Sie sich noch den Satz. Nein, danke vielmals, Herr Medizinalrat. Sachverständiger in eigener Sache. Na, das muss nicht sein, gell? Eben, wir haben ja noch nichts zu unserer Sache gesagt. Herr Doktor, erzählen Sie jetzt bitte von den blauen Flecken der Klägerin. Ihre Beurteilung ist für die Anklage sehr wichtig. Ja, aber bitte nicht mehr als 2 Sätze. Sie hat einen großen blauen Flecken am Oberarm und einen ebensolchen am unteren Rücken. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde die Frau geschlagen. Zumindest erheblich gestoßen oder
grob angerempelt. Danke, Herr Medizinalrat. Ja, das ist der Sachverhalt. Ja, sehen Sie, das wollten wir von Ihnen hören. Das war eine präzise Auskunft. Wenn Sie wollen, können Sie auf der Zeugenbank Platz nehmen jetzt. Ja, danke. Schlagen, stoßen. Das ist im Kuhstall passiert. Der Kuh hat's mit dem Horn gestoßen, ne? Nein, da hat mich keine Kuh gestoßen. Die Kuh hat mich da gestoßen, hä? Mir hat der Stier schon öfter eine Rippen gebrochen. Bin ich deswegen gleich zum Doktor gerannt. Nierlinger, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie als Sachverständiger nicht gefragt sind? Na ja, weil's mir dauernd vorwirft, ich hätte Ihren Doktor nicht geholt. Bei uns wird überhaupt der Doktor nicht geholt. Wir sind naturverbunden. Bei uns heilt alles von selber. Ja, darauf können Sie sehr stolz sein. Nierlinger, erst auch mit dem Schmarrn auf. Wir haben ja nicht einmal einen Doktor geholt, wie voriges Jahr der Hengst ein Knecht erschlagen hat. Der hätte auch niemand mehr helfen können. Der Knecht hat keinen ganzen Tag mehr gelebt. Der Hengst hat sich selber so geschreckt, dass er daraufhin krank geworden ist. Und wir haben einen Tierarzt holen müssen. Nierlinger, ja? Jetzt reicht's. Kommen Sie mal her zu mir. Sie? Ja, Sie. Ja, wie hätten wir's denn? Sind Sie schon so müde, hä? Ruhe da hinten. Wir möchten uns nicht die Freundlichkeit haben, sich zu erheben, ja? Bitte schön. Wachtmeister, tun Sie sofort einmal den Stuhl da weg, sonst kommt er noch einmal in Versuchung. Stuhl weg, jawohl. Und Sie legen jetzt endlich ein Geständnis ab. Ist alles ganz logisch zugegangen, ne? Ihre Schwester hat Geld von Ihnen verlangt. Sie haben sie nicht gegeben. Sie hat es noch mal verlangt. Sie hat es immer wieder verlangt. Na ja, zum Schluss haben Sie die Beherrschung verloren und haben zugehauen. So war es doch. Ja, sagen Sie halt ja. Ich spreche das Urteil und die Sitzung ist geschlossen. Na, also ist es nicht gewesen, Herr Rat. Ja, wie denn dann? Er hat mich gepackt und zurückgestessen hat er mich. Und das Heiratsgeld hat er mir nicht gezahlt und keinen Lohn für die letzten 40 Jahre. Und seine Bäuerin, die ist noch die allerärgste. Zu jeder hergelaufenen Dienstmann. Neidiger Schuft. Annemir, du musst jetzt auspacken, du musst die Wahrheit sagen. Du bist doch schon lange nur beim Kottmeier im Dienst. Du bist jetzt ein wichtiger Zeuge. Zeuge Kottmeier, die Klägerin wohnt also seit 4 Wochen bei Ihnen, ja? Jawohl, Herr Rat. Jetzt geht's ja schon wieder besser, aber die hätten sehen sollen, wie es zu uns gekommen ist. Sauber zusammengeschunden, sage ich Ihnen. Ha. Ich hab schon gemeint, ich muss einen Doktor holen. Ich hätte auch bald geholt. Der und ein Doktor. Ruhig, Nierlinger. Gerade das halt noch selber hat hingehen können zum Herrn Medizinalrat. Gerade noch. Herr Amtsgerichtsrat, der Mann hat überhaupt kein Recht, dass er gegen mich aussagt. Da draußen sitzt der alte Max von ihm. Wenn Sie die ein Eid schwören lassen, dann erfahren Sie, wie es bei ihm daheim zugeht. Nierlinger, was glauben Sie denn eigentlich, ha? Meinen Sie, Sie können hier dreinreden, wann und wie Sie wollen. Wenn Sie noch einmal ungefragt den Mund aufmachen, dann zahlen Sie mir 5 Mark in die Gerichtskasse, haben Sie mich verstanden. Ich möchte auch sehen, ob wir hier nicht eine Ordnung reinbringen können. Fahren Sie fort, Herr Zeuge. Ja, eigentlich geht mich ja die ganze Geschichte nichts an. Und ich möchte auch dem Nierlinger nicht zu weh tun, aber ich bin ja schließlich Zeuge und da muss man die Wahrheit sagen, nicht wahr? Ja, darum möchte ich Sie gebeten haben, Kuttmeier. Ja. Die Burgel da, seine eigene Schwester, die hat bei dem noch keine gute Stunde gehabt. Vor 4 Wochen da hat er sie sogar geschlagen. Ja, sowas tut man doch nicht, Herr Rat. Wissen Sie, warum er sie geschlagen hat? Weil er ein Rohling ist und ein Mensch, der wo kein Herz hat für arme Leid. Haben Sie denn die Szene beobachtet, Herr Zeuge? Nein, das habe ich nicht, aber die Burgel hat mir's erzählt. So, Ina hat sie die peinliche Geschichte erzählt und vor Gericht fehlen uns Einzelheiten. Der Zeuge ist so wenig glaubwürdig wie die Klägerin selbst. Herr Rechtsanwalt. Alles kann ich nicht und alles mag ich auch nicht verzeihen. Mein blauer Fleck ist sagt nur, klangt denn das nicht, dass er mir dreimal die Heirat vermasselt hat, der da, und dass er mir das Heiratsgeld schuldig ist und dass er mir meinen Lebtag keinen Lohn nicht zahlt hat. Ja, das stimmt ja alles, das wissen wir ja jetzt auch alles, aber wir brauchen ein paar präzise Einzelheiten, sonst wären wir in aller Ewigkeit nicht mehr fertig hier. Herr Zeuge. Wessen Idee war es, meinen Mandanten vor Gericht zu zitieren? Ich bin bloß Zeuge, ich bin nicht der Kläger. Da müssen Sie schon die Burgel fragen. Die hätte mich nie angezeigt. Ich kenne doch meine Schwester. Wenn sie hier und da auf der Rappel packt und wegrennt für ein paar Wochen. Bis jetzt ist sie immer wieder heimgekommen. Nierlinger, letzte Warnung jetzt, ich sag's Ihnen. Einmal ist zugetraut, mein Lieber, zu dir gehe ich nicht mehr heim. Und meine 6.000 Mark, die zahlst mir du bar auf den Tisch. Herr Vorsitzender, schließen wir uns der Auffassung der Klägerin an und betrachten die Beweisaufnahme als geschlossen. Einverstanden, damit wir endlich einmal fertig werden. Im Kern ist der Fall ja klar. Auf die Plädoyers können wir, glaube ich, verzichten, meine Herren. Ich verkünde das Urteil. Eha! Wegen nix und wieder nix gibt's kein Urteil.
Da draußen sitzt der alte Max von ihm. Wenn Sie die ein Eid schwören lassen, dann erfahren Sie, wie es bei ihm daheim zugeht. Nierlinger, was glauben Sie denn eigentlich, ha? Meinen Sie, Sie können hier dreinreden, wann und wie Sie wollen? Wenn Sie noch einmal ungefragt den Mund aufmachen, dann zahlen Sie mir 5 Mark in die Gerichtskasse, haben Sie mich verstanden. Ich möchte auch sehen, ob wir hier nicht eine Ordnung reinbringen können. Fahren Sie fort, Herr Zeuge. Ja, eigentlich geht mich ja die ganze Geschichte nichts an. Und ich möchte auch dem Nierlinger nicht zu weh tun, aber ich bin ja schließlich Zeuge und da muss man die Wahrheit sagen, nicht wahr? Ja, darum möchte ich Sie gebeten, Herr Kuttmeier. Ja. Die Burgel da, seine eigene Schwester, die hat bei dem noch keine gute Stunde gehabt. Vor 4 Wochen da hat er sie sogar geschlagen. Ja, sowas tut man doch nicht, Herr Rat. Wissen Sie, warum er sie geschlagen hat? Weil er ein Rohling ist und ein Mensch, der wo kein Herz hat für arme Leid. Haben Sie denn die Szene beobachtet, Herr Zeuge? Nein, das habe ich nicht, aber die Burgel hat mir's erzählt. So, Ina hat sie die peinliche Geschichte erzählt und vor Gericht fehle uns Einzelheiten. Der Zeuge ist so wenig glaubwürdig wie die Klägerin selbst. Herr Rechtsanwalt. Alles kann ich nicht und alles mag ich auch nicht verzeihen. Mein blauer Fleck sagt nur, klangt denn das nicht, dass er mir dreimal die Heirat vermasselt hat, der da, und dass er mir das Heiratsgeld schuldig ist und dass er mir meinen Lebtag keinen Lohn nicht zahlt hat. Ja, das stimmt ja alles, das wissen wir ja jetzt auch alles, aber wir brauchen ein paar präzise Einzelheiten, sonst wären wir in aller Ewigkeit nicht mehr fertig hier. Wessen Idee war es, meinen Mandanten vor Gericht zu zitieren? Ich bin bloß Zeuge, ich bin nicht der Kläger. Da müssen Sie schon die Burgel fragen. Die hätte mich nie angezeigt. Ich kenne doch meine Schwester. Wenn sie hier und da auf der Rappel packt und wegrennt für ein paar Wochen. Bis jetzt ist sie immer wieder heimgekommen. Nierlinger, letzte Warnung jetzt, ich sag's Ihnen. Einmal ist zugetraut, mein Lieber, zu dir gehe ich nicht mehr heim. Und meine 6.000 Mark, die zahlst mir du bar auf den Tisch. Herr Vorsitzender, schließen wir uns der Auffassung der Klägerin an und betrachten die Beweisaufnahme als geschlossen. Einverstanden, damit wir endlich einmal fertig werden. Im Kern ist der Fall ja klar. Auf die Plädoyers können wir, glaube ich, verzichten, meine Herren. Ich verkünde das Urteil. Eha! Wegen nichts und wieder nichts gibt's kein Urteil. Ich darf meiner Schwester das Heiratsgeld erst auszahlen, wenn sie heiratet. So ist geschrieben, dafür kann ich nichts. Nierlinger, jetzt sind die 5 Mark fällig, notieren Sie, Schreiber. Jetzt haben Sie selber gehört, Herr Rat, und dieser durch und durch böse Mensch, dieser Saugrobe, der möchte Bürgermeister von Tierling werden. Ja, wollt ihr einen solchen zum Bürgermeister wählen, Leute? So einen hartherzigen Grobe an so einen Menschenschinder. Da möchte draußen. Der Basi, der Scheinheilige. Aber diesmal werde ich Bürgermeister. Ein ehrenrührig vorbestrafter Lump kann nicht.